große Gefühle bei den Wollnys. Mit Hilfe eines Therapeuten will Mama Silvia endlich die Trennung von Papa Dieter verarbeiten. Mir offen gesagt haben, den Fehler, den ich begangen habe, dass ich für manche Leute nicht viel Zeit hatte, aus der Familie jetzt. Ein Menschen habe ich dadurch verloren. Der Rat des Therapeuten: Silvia soll sich mehr um sich selbst kümmern, sich auch mal etwas gönnen. Und dieser Rat wird gleich in die Tat umgesetzt. Mama Wolny freut sich auf einen ruhigen Freitagabend. Mama. Ja. Wie siehst du denn aus? Ja, so sieht man normalerweise aus, wenn man im Bett geht. Wir gehen uns mal eben ein Brot machen. Hör mal. Wir wollen heute Abend weggehen. Wo wollt ihr denn hingehen? Ich hab die Faltencreme schon im Gesicht. Faltencreme hin oder her, die Töchter wollen tanzen. Und außerdem muss endlich ein neuer Mann für Mama her. Also wird die 48-Jährige aufgestylt für die Disco. Seit wann schminkt man sich denn hier? Man schminkt sich im Gesicht, du Döfchen. Boah, ihr wollt mich nur verarschen. Kaum im Club angekommen, startet der Wolny-Nachwuchs einen erneuten Versuch, Single-Mama Silvia mit Peters Vereinskollegen Manfred zu verkuppeln. Ob das mal gut geht? Ihr erstes Date war schließlich ein Desaster. Ich hab gedacht, wir treffen uns mal so. Nein, der Manfred hatte mich gerade mit rausgebeten, aber der Funke diesmal überspringt. Und was sonst so los ist bei der schrecklich großen Familie, immer montags auf RTL 2.